Unserem heutigen Steuerberater und Mittelstandspartner hier im Europapark in Bust. Freut mich, dass Sie so zahlreich hierher gefunden haben. Die gesamte Softwareentwicklung findet in Deutschland statt und Sie sehen hier so einen roten Punkt. Das ist Ludwigsburg. Eine Besonderheit bei uns ist sicherlich auch genau dieses Thema, dass wir sagen, wir wollen diese Vor-Ort-Serviceleistung anbieten. Jede unserer Kunden hat einen Hauptansprechpartner persönlich bekannt. Hierher gefunden hat zu unserer Veranstaltung. Und ich will auch gar nicht so viel Zeit wegnehmen von dem Vortrag, weil ich denke, das, was jetzt kommt, wird wesentlich interessanter sein als alles, was ich erzählen könnte. Deshalb übergebe ich auch gleich das Wort an den Herrn Dement. Allen von Ihnen bekannt. Herr Dement, vielen Dank. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, meine Damen und Herren. Ist sehr kompliziert, schwer überschaubar für diejenigen, die nicht unmittelbar in der Politik sind. Und die Lage ist durchaus gefahrvoll. Die Lage spitzt sich ja ganz offensichtlich zu. Der Druck auch insbesondere auf Deutschland, insbesondere auf die Bundeskanzlerin nimmt zu. Man kann das auch in allen Äußerlichkeiten erkennen. Es muss wenigstens überschaubar sein, wohin denn die Reise eigentlich geht. Immer drängender werden, wie schafft Deutschland das? Welche Rolle spielt denn dieser Mittelstand? Können wir auch einen solchen Mittelstand aufbauen, wie es in Deutschland? Und dann bin ich bei den Produktions- und Lohnkosten. In Wahrheit heißt der Umstieg auf feste Wechselkurse. Ich muss die Möglichkeit schaffen, mit anderen Methoden flexibel reagieren zu können. Griff in die Volkswirtschaft. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht alles ausmalen, aber es ist hoch an der Zeit, dass wir hier eine Wende vollziehen.